Oh. Mister, ich schlaf mal in den Holzbalken, ist weg. Und hier stand die Madame, ne? Die hat sich hier, die hat sich bei dem beschwert. Bei dem, der da oben gelegen hat. Oder die hat die weggeräumt. Aber wartet mal, da waren wir auch noch nicht. Das ist vielleicht hier die Putzfrau. Doch, Giovanni, hier ist einmal Rundgang. So, wartet mal, was haben wir denn jetzt? Wir haben hier so ein, ja, den besonderen tollen. Dann haben wir Large Square Magic Key. Also irgendeinen, auch einen magnetischen Schlüssel. Und er fragt sich, welche Tür er damit öffnen soll. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, nun. Sind wir durch, ja? Ein komisch geformter Schlüssel. Oh. Das war gerade auch noch nicht, ne? Oder? War das hier so schmierig? Ich hab Old, ja, ich hab Old gelesen. Ich bilde die Worte, die ich wohl kennen tue und die ich dann übersetzen kann. Ne, da will ich nicht noch mal rein. So. Wo hatten wir denn noch irgendwas Verschlossenes? Hier nicht mehr, ne? Ist eine gute Frage, ne? Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich weiß auch nicht, hier haben wir noch die vier. Ja, eben, wir haben auch keinen normalen Schlüssel. Da hast du recht. Was oben? Oben war nur. Dieser Safe, den hatten wir ja offen. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir hier was machen müssen. Also nicht mehr in dem Anfangsbereich, sondern halt. Ah, wartet, wartet. Hier war noch. Locked. Ah, wir müssen so vier Platten. Hier, das war die, ne? Ja, das war die. Sure. Drei weitere, wo sollen wir die denn finden? Ja, eben. Locked. Die steht da immer noch. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas in der Reihen. Aber es sieht nicht so aus. Hier hatten wir den anderen Schlüssel her. Der steht da immer noch.
Ansonsten war hier aber auch nichts. Das kann ich auch nicht aufmachen. Geh doch noch mal zur Dusche, Frau. Vielleicht kannst du ihr ja helfen oder so. Beim Abrubbeln oder wie stellst du dir das vor? Ich guck gerade, ob hier noch irgendwas ist, wo abgeschlossen ist, aber sonst. Wie kommen wir denn da oben hin? Oder kommen wir wohl da oben gar nicht hin? Boah, diese Funzel, ne? Weil ich gerade, war oben denn noch was, was abgeschlossen war? Sie stand in der Dusche, hat aber nicht geduscht. Vielleicht gibt es ein Wasserproblem. Sehe ich aus, als wäre ich Klempner. Mir gehört das Hotel nicht. Oder was auch immer das hier ist. Ja, die Tür, ne? Zwei, aber die haben wir, da haben wir zwei, haben wir ja keinen Schlüssel für. Da war der Safe. Da war das Bad, das Schlafzimmer. Ja. Die kann ja auch gar nicht mehr duschen. Die hat sich ja unten beschwert. Hast du doch selber gesagt. Das sind auch keine, ne? Warum muss das denn? Warum? Warum reflektiert das denn so mega? Das war der Flur. Ich habe schon überlegt. Weil Indie-Game. Weil Indie-Game? So, das reflektiert so, weil Indie-Game. Jetzt habe ich es auch. Nicht optimal gemacht, weil Indie-Game. Ja, jetzt hast du ja recht. Obwohl ich ganz ehrlich, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich habe schon schlechtere Spiele gesehen von der Grafik her. Muss ich sagen. So, aber offensichtlich.
hier war noch eine. Ah. Oh. Ah. Auch eine Schachtel mit nichts drin. Wir haben eine Kneifzange. Kann sich durch jedes Schloss und jede, was auch immer, kneifen. Ja, ist nicht schlecht gemacht, ne? Also ich finde es bis jetzt auch nicht. Also für einen Indie-Titel. Absolut okay. Ich habe das Gefühl, immer wenn wir was gefunden haben, dann passiert auch wieder was. Wo war jetzt noch mal ein Schloss? Denk, denk, denk. Kette. Ja. Meine ich ja. Wo war noch mal eine Kette? Da war die Tür. Ich hätte jetzt gesagt, halt dieses, oh, Vorhängeschloss. Also Vorhängeschlösser. Ein Item for more information. Was? Irgendein Gegenstand für Informationen. Was? Ich habe gerade noch über diesen scheiß englischen Text nachgedacht. Da kommt die da raus. Dumme Kuh. Ich krieg die Krise. Was soll das denn sein? Ach so, Kamin oder sowas, ne? Oh, war Maus überhalten. Maus drüber halten. Ach, Maus drüber halten. Das ist die Nachricht, die da steht, wenn du noch kein Item anschaust. Also sollte ne. Ach so. Ach so. Danke. Das ist wirklich ziemlich komisch. Also es sieht so aus, als ob jeder mit so einem komischen Virus oder einer Art von Virus angesteckt ist. Ihre Sprache und ihr Benehmen haben sich geändert. Es sieht, also es scheint so, als wären sie nicht mehr die gleiche Person, wie sie gestern noch waren. Glaube ich.
sinngemäß. Ja, klar, ein Keller. Wieso muss man immer in so Spielen in den Keller? In den Keller. Ja, hallo. Madam? Gut übersetzt. Dankeschön. Bin ich jetzt wieder rausgegangen? Nee, ne? Die lag ja nicht da, als wir reingegangen sind. Oder? Haben wir eine Kamera? Dürfen wir so viel machen, wie wir wollen? Hallo? Benötigen Sie Hilfe? Oh, ist ja süß. Oh! Nicht flackern. Da, ich möchte ihn. Oh! Süßer Wauzi. Gehört bestimmt dem Entwickler. Wir haben noch so eine Dings für Dings unten. Ihr wisst schon, was ich meine. So eine Kachel für den Schrank unten. Das ist aber auch eine intelligente Vorhangskonstruktion. Der Wasserhahn hat extra ein Loch im Vorhang. Ne? Schön. Dings für Dings unten, genau. So. Yes, das hatten wir schon. Wartet. Jeder hat jeden anderen gekillt. Also jeder, also nicht sich selber, sondern jeder ist aufeinander losgegangen. Mit schwingenden Messern haben die Leute quasi gegeneinander gekämpft. Und Several weiß ich wieder nicht, aber es scheint so, dass sie sich auch ihr eigenes Leben genommen haben. Oh Gott, schütze uns jetzt. Ja, womöglich steht die Einige. Ah, Several heißt Einige. Also scheint so, dass sich einige auch selber getötet haben. Ja, Gott steh uns bei und ja, hoffentlich kreuzt der Lord meinen Weg oder so. Keine Ahnung. Naja, gut. Also jeder hat sich hier selber umgebracht und die sind aufeinander losgegangen und überhaupt und.
Keine macht den Drogen. Du bist das. Okay. Bambus. Wow. Ist ja mega viel drin in dem Raum. Das ist nicht richtig, wie man den Teppich hier, aber naja. Ich mische mich jetzt natürlich nicht in den Stil von manchen Leuten rein ein. Modern Architektur, ja, genau. Oh ja. Moderne Architektur. Also erstmal lausche ich den unwahrscheinlich schönen Klängen und zweitens fällt mir gerade so auf die FPS-Zahl schwankt hier in dem Bereich. Ach, sag mir da doch jemand, ich habe hier Nachtsicht. Der will wohl nicht gestört werden. So, was haben wir denn jetzt hier gekriegt? Die Kamera und ein so ein Ding. War das wohl schon alles hier? Ja, ich habe Nachtsicht. Wir könnten ja mal. So, jetzt macht das auch Sinn. Ne? Oh. Weißt du, was ich gerade sehe? Die Nachtsicht muss sich aufladen. Sieht man oben in der Ecke, also machen wir doch mal wieder Lämpchen an. Nicht zu viel mit rumspielen. I see you. Nee, das hatte ich nicht gesehen. Smiley. Ist aber freundlich, oder? Oh. Hallo? Oh, mein Problem ist, ich muss eigentlich schon seit geraumer Zeit aufs Klo. Ich dachte, das Spiel wäre gar nicht so lang. Ja, ist okay. Klopause. Ja, ich würde sagen, wir machen eine Klopause. Mein Problem ist, wenn ich jetzt nochmal einen Jumpscare habe und ich extrem aufs Klo muss,
Kann man denn hier? Ich kann Pause machen. Gut. Ich kann zwar nicht speichern. Ja, ist okay. Schrei du mal. Schrei du mal. Ich komme gleich wieder. Ich gehe eben auf Klo. Ich gehe eben auf Klo, ne? Bis gleich.